Also ich finde, vor zwei Tagen haben wir 60 Minuten Handball gespielt, heute nur 40. Obwohl das Spiel 60 Minuten gedauert hat. Also wir sind wirklich absolut schlecht ins Spiel begonnen. Keine wirkliche Aggressivität in der Abwehr, im Angriff zu flach, mit zu wenig Druck gespielt. Die Bälle immer gebracht statt gepasst. Und Holland hat natürlich auch gedacht, okay, wir wollen Revanche für das Spiel von Donnerstag. Die sind gut gestartet und dann liegst du auf einmal 10 Tore hinten. Ja, ich glaube, es war klar, dass da heute noch mal ein bisschen was anderes auf uns zukommt. Die wollen sicherlich nicht zweimal in einer Woche gegen uns verlieren, das war klar. Aber ja, wir hatten uns vorgenommen, da noch mal so dagegen zu stehen, wie wir es auch schon beim ersten Spiel gemacht haben. Und ja, es ist uns leider nicht so gelungen. Wir haben ein ganz anderes Spiel gesehen. Wir sind gefühlt gar nicht erst ins Spiel gekommen. Woran es lag, weiß ich auch nicht. Also wir wollten genauso starten und spielen wie im letzten Spiel. Im letzten Spiel hat uns ausgezeichnet diese kompakte Abwehr, das Aggressive auf dem Spielfeld und dann von hinten raus die schnellen Tore. Und da sind wir heute von Anfang an leider hinterhergelaufen. Es war schön, die Mädels wieder zu sehen. Wir haben hart gearbeitet, aber ich glaube, wir haben auch gut gearbeitet. Wir hatten wirklich gute Trainingseinheiten. Wir hatten vorgestern ein sehr gutes Spiel, haben heute ein Spiel gehabt, wo wir, glaube ich, gesehen haben, woran wir noch zu arbeiten haben. Ich freue mich, wenn die Spielerinnen, die ja jetzt noch nicht wieder dabei sein konnten oder die noch nicht wieder ganz fit sind, dann auch im November wieder dazukommen. Und ja, dann werden wir noch ein bisschen arbeiten, damit wir dann eine erfolgreiche EM spielen können.